So, willkommen hier zurück zu Tomb Raider Angel of Darkness. Und zwar sind wir wieder mit Lara unterwegs und wir haben Wasser vor uns und ich glaube, wir müssen abtauchen. Ich hoffe, das Viech da im Wasser macht uns nicht allzu viel. Das hat zumindest vorher noch nicht so den Eindruck gemacht, dass das irgendwie in irgendeiner Form gefährlich wäre. Aber vielleicht müssen wir auch gar nicht ins Wasser rein, man weiß es nicht. Wir haben uns hier noch überhaupt kein Stück weit umgeschaut und es ist... Ich habe immer noch keine Ahnung, wo wir eigentlich sind, ne? Aber dafür, dass es halt mehr oder weniger ein Geheimversteck ist, ist es schon irgendwie ziemlich groß, finde ich. Das ist nicht so, dass man das eben mal so in irgendeinem Hinterhof bauen könnte, behaupte ich einfach mal. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, was wir hier so alles finden werden, ne? Weil es scheint sehr umfangreich zu sein hier. It won't open. So. Ja, it won't open. Oh, hast recht. Dann schauen wir mal ein bisschen weiter. Ich weiß nicht, ob ich ins Wasser rein muss irgendwann. Wahrscheinlich. Na, da unten sieht es noch sehr geschlossen aus. Da vorne ist, glaube ich, auch nichts. Gehen wir mal davon aus, dass hier irgendwo noch ein U-Boot auftauchen wird. Hoffe ich mal. Oder ich weiß nicht. Weiß ich nicht, will ich ein U-Boot haben? Mal so gesehen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Warum komme ich gerade auf ein U-Boot? Warum habe ich mich jetzt mit so einer Selbstverständlichkeit gesagt, hey, da haben wir kriegen da ein U-Boot? Ich glaube... Das ist gar nicht mal so selbstverständlich, oder? Ich meine, es sieht halt wie so ein U-Boot-Hafen aus, wenn man das so will hier. Aber, naja. Danger! Wasser mit blinkenden Augen. Also das gefährlichste Wasser von allen. Gleich nach kohlensäurehaltigem Wasser. Das ist auch ganz schlimmes Zeug. So. Will der hier denn was openen? Achso, hier ist gar nichts. Was? It won't open. It won't open. Schade. Na gut. Schauen wir hier oben halt, ob da noch was ist. Ich meine, wir haben im Moment nicht so viele Möglichkeiten, ne? Das ist zwar ein großer Raum, aber wenn man da quasi an... Achso, it won't open. Ja, ist ja gut. Wenn man da quasi keine Möglichkeiten hat, dann bringt die reine Größe auch nichts. Können wir da nicht außen irgendwie dran vor... Nee, können wir wahrscheinlich nicht. Es sieht sehr einladend aus, da über die Kiste hier, aber ich glaube, da kann sie sich nicht festhalten. Nö. Warum auch? Nachher muss sie noch Sport machen. Das geht ja auch nicht. Soll ich da mal reinspringen vielleicht einfach mal so? So ganz dreist. Ich mach das mal. Hui! Ach, guck mal, da unten geht's weiter. Zumindest hoffe ich das mal. Wahrscheinlich schneidet sie sich jetzt irgendwo die Arme auf und dann verblutet sie. So ganz spontan. Ach, es ist ein Hebel, okay. Das kann sie noch. Okay, einmal... Okay. Okay, also die eine Seite haut es direkt hier voll hoch. Hier ist wahrscheinlich... Ja, wahrscheinlich nicht mehr ganz so geil. Irgendwelche Infos. Ich hätte gerne Luft, ne? Muss ich ja mal sagen. Irgendwann zumindest. Da ist noch ein Rad. Oder ist das erst interessant, wenn wir quasi... Es sieht aus, als ob wir das Wasser hier ablassen müssen. Als ob... Nein, nicht dafür... Ja, genau, so. Bitte hoch. Als ob wir das Wasser hier rauslassen müssten. Und dann können wir da zu Fuß dann irgendwas machen. Das sieht gerade ein bisschen so aus. Wäre zumindest deutlich sinnvoller. Weil das mit Treppchen war, das war halt mit dem Rad so auf normaler Augenhöhe. Problem ist, ich kann hier nicht raus im Moment. Hier ist keine Leiter, hier ist kein Ausgang. Das Wasser ist nirgendwo so flach, als dass man da einfach so rauswarten könnte. Also schauen wir uns dann doch noch weiter um. Mit mehr Freshluft. Ich bin ein Freshlufthammer quasi. Okay. Das hast du fein gemacht, ja. Ach, guck mal. Na, immerhin kommen wir hier raus. Oh, das ist ein Medipack. Eins von der kleinen Sorte. Und irgendwie ist das Spiel gerade mal sehr leise. Natürlich unter Wasser hört man das Rumgeblubber. Aber irgendwie fehlt es mir so ein bisschen an spannungsvoller, atmosphärischer Untermalung. Nicht Unterlagerung. Ich weiß nicht warum. Vielleicht,
weil es sehr ruhig ist. Ah, okay, okay, okay. Hier kommen wir raus und auf der anderen Seite ist auch geöffnet oder was ist da jetzt los? Wir haben ja eine Tür sich öffnen sehen, genau. Das ist da hinten jetzt. Aha. Das ist ja irgendwie zu einfach. Bisher. Keine Ahnung, ob es so bleiben wird. Also bisher waren fast alle Rätsel nicht so wirklich herausfordernd in dem Sinne, ne? Oh, Lara. Was war das denn für ein Sprung? Na gut, da vorne geht's raus. Ja, wir werden gleich verfolgt. Ja, ist ja gut. Ist sehr gut, ich weiß. Ich weiß, du Vieh. Nicht Lara. Oh, warte mal. Wo wollte der denn hin? Das interessiert mich jetzt aber mal. Hallo? Oh. Das mit dem Schwimmen hat er nicht so ganz verstanden. Was ist denn da los? Ich meine, sind wir mal so ehrlich. Natürlich gab es viele Bugs auch in der ersten Hälfte von dem Spiel oder in den ersten zwei Dritteln. Aber das waren alles nur irgendwelche Grafikbugs. Was ist das denn jetzt hier? Innerhalb der letzten Folgen haut das Spiel hier einen Fehler nach dem anderen raus. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt. Ich bin da ganz normal lang geschwommen. Warum sollte das Vieh jetzt auf einmal hochfliegen in die Luft? Das ist doch Quatsch. Wie gesagt, auch das mit der Zwischensequenz, dass es nicht funktioniert hat, dass das Spiel mir irgendwie zweimal abgestürzt ist innerhalb der letzten zwei Aufnahmen. Das ist alles nicht so geil. Muss man sagen. Wo ist der hin? Ist der verdurstet oder was? Aha. Wenn der das so meint, ne? Ich halte ihn da nicht von ab. Ich sag dem nicht, wie er leben soll. Wenn er rumfliegen will, fliegt er halt rum. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. So, open denn das hier jetzt? Ja. Also war der andere Raum bisher eher sinnlos, aber ich denke mal, wir werden dann noch zurückkehren. Also sieht ein bisschen sehr neblig aus. Ein bisschen sehr. Und das ist ein Schalter wahrscheinlich. Hier ein Schalter und auf der linken Seite ist auch noch ein Knopf. Ich befürchte mal, die muss man schnell genug drücken. Na, vielleicht auch nicht. Okay, dann halt nicht. Da fehlt schon wieder ein Bein. Das ist immer wieder amüsant. Macht der irgendwas? Ist die Kamera? Aha. Ja, das ist schön. Was habe ich davon? Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich da immer von habe. Sobald da irgendwie... Also klar, wir hatten Kameras, da konnten wir dann irgendwelche Codes sehen. Aber, irgendwelche Schlüsselcodes. Aber, ja. Das jetzt? Spontan, nicht ganz so spektakulär. Aber gut, ne, wenn das halt so ist. Okay, damit kommen wir jetzt auf die andere Ebene. Dann war das, was wir da hinten hochgeschwommen sind, auch ein Fahrstuhlschacht offenbar. Ja. Aha. Also das ist alles schon mal sehr symmetrisch aufgebaut hier. Aber das geht schon mal nicht. Okay, also rumrühren kann ich da nicht. Das auch nichts. Alles nur Deko. Genauso wie Lara. Sie ist eigentlich auch nur Deko. Zumindest macht sie sich als Deko ganz gut im Sinne von sie sieht gut aus. Das passt schon mal. Achso. Ah, das ist auch noch so eine Anzeige. Die gleiche quasi. Mhm. Haha. Mhm. Haha. Mhm. Haha. Ha. Hm. Ich vermute mal, wir müssen wieder nach oben. Keine Ahnung, was sonst denn hier so Sachverhalt wäre. Aber irgendwie ist es bisher zu einfach, ne? Auf zwei Knöpfe drücken, die halt irgendwo verteilt sind. Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, hey, Herausforderung, ich gratuliere, du hast mich besiegt. Oder so. Würde sowieso nicht so sachlich bleiben. Behaupte ich einfach mal. Nicht, dass da die Emotionen mit mir durchgehen würden. Welche Emotionen? Warte mal. Kann man da vielleicht rauf? Mal so gesehen, wenn das da schon extra so angedreht wird einem. Ist das offen? Ist das nicht... Also ich finde das ziemlich offen. Okay, dann halt nicht. Schade.
Ich hätte gedacht, hey, man sieht das extra. Dass es dann auch, was weiß ich, ein Zugang zu einem Geheimversteck wird. Aber bisher, also Geheimverstecke gab es gefühlt hier noch überhaupt keine. Es gab zwei, drei Räume, wo man optional rein konnte. Aber das war auch innerhalb der Anfangszeit. Nicht irgendwie später. Schalter. Schalter. Ach, okay, das ist geöffnet. Da waren wir ja schon. Da hinten bei der Leiter. Ach so, und ganz hoch kann ich auch. Aha. Es ergibt auf einmal alles keinen Sinn. Ah. Heißt es einfach, wir sollen jetzt zu drei verschiedenen Orten gehen und da Knöpfe drücken? Oder was ist da los? Und warum tropft es hier Blut? Also, oder leuchtenden Rotwein. Man weiß es nicht. Ach, okay, weil... Okay. Ja, hat sich erledigt. Soll das hier so eine Ablenkung für das fliegende Vieh sein? Oder was ist da los? Also für das mittlerweile fliegende Vieh? Ich meine, das hat uns ja bisher keinen wirklichen Schaden zugefügt, ne? Mal so gesehen. Weil es weggeflogen ist spontan. Okay, das macht auch überhaupt gar nichts. Das ist toll. Ich finde es immer schön, wenn Dinge gar nichts machen. Dann muss man sich keine Sorgen machen, dass man eventuell das Falsche macht. Ja, da hinten kommen wir rein. Achso, da kommen wir auf zwei Ebenen rein. Hä? Man kann da von unten aus rein, man kann da von oben aus was reißen. Aha. Glaube ich zumindest. Na gut. Ich würde gerne runter, ohne zu sterben. Das wäre sehr nett. Ach so, da hinten ist dann so eine Art Fahrstuhl rüber, Fahrplattform-Dings, Döns, da hinten. Wie man vielleicht sieht. Schauen wir mal. Ich bin mal sehr gespannt. Ich gehe erstmal dahin, wo ich weiß, dass ich da hinkomme. Und dann schauen wir mal weiter. Nicht, dass ich mir jetzt irgendwie ewig viel Stress mache, weil ich an einen Ort komme. Oder kommen will, wo ich noch nicht hinkomme. Aber das später von alleine funktioniert. Das wäre dann auch Quatsch. Das wäre dann verschwendete Mühe. So. Achso, ich kann auch... Okay, ich kann da oben auch nur durch den durch die Kletterpartie da hinten durch. Durch die Leiter. Das ist natürlich schön, dass man quasi nur durch diese kleine Trittleiter nach oben auch da oben reinkommen kann. Das ist zumindest ein Schutz gegen Leute, die absolut faul sind und nicht mal so ein paar Meter zu Fuß gehen wollen. Wobei Lara für so eine Rolle doch sehr ungeeignet wäre im Sinne von faul sein. So viel wie sie immer durch die Gegend rennt, springt, schwimmt, was auch immer alles macht. Weiß ich nicht. Wie gesagt, ich hatte mir, war das bei Tomb Raider 4? Ich weiß es nicht. Hatte ich mir ja mal vorgestellt. Oder fände ich es mal interessant, sag ich mal. Wenn man quasi, wenn Lara nicht ganz so sportlich wäre, sondern über, was weiß ich, dass man sie nochmal als Figur in 30, 40 Jahren spielt. Hallo? Ah. Hallo? Wow, ein Schalter. Total aufregend. Ach, das Viech ist wieder da. Total aufregend, ja, toll. Was ist das für eine Zahl? Auch eine 1. Huh. Ah. Also ich fände es halt interessant, wenn man quasi eine sehr, also eine deutlich ältere und deutlich unsportlichere Variante spielen würde. Das wäre ein sehr komisches Spiel. Wahrscheinlich. Sind das Taucheranzüge? Ist das jetzt ein Zeichen, dass wir da hin sollen? Und uns in enges Neopren schmeißen sollen? Hauteng für eine echte Lara? Oder was ist da los? Ich finde, sie ist schon hauteng genug. Ja. Aber ich gebe mir natürlich Mühe, ne? Das kriegen wir schon hin. Achso, jetzt muss ich über die Rohre klettern. This ledge leads too far. I don't think I'll make it yet. Das ist schön, dass du das jetzt schon weißt. Das ist toll. Wie soll ich das denn? Soll ich da extra. Ist das jetzt ein Hinweis, dass ich den einen Schalter da unten umziehen muss? Hui! Ich glaube, das war falsch, ne?
Yep. Achso, sehr falsch. Ich finde es auch schön, wie der Schrei, den sie da gerade von sich gelassen hat, dass der noch immer... Ich weiß nicht, ob das seit dem ersten Teil der gleiche ist. Oder zumindest haben sie da quasi einige Soundfiles einfach mal recycelt. Was ja auch logisch ist, beziehungsweise was am sinnigsten ist eigentlich. Die Stimme passt ja immer noch. Von daher, warum nicht auch mal die alten Soundfiles nehmen? Dass man da quasi einen Wink mit dem Soundfile hat. Ist auch schön. So, aber die Frage ist jetzt ein... Nicht reinfallen, okay. Ist jetzt ein bisschen... Wo war der Nummer 1 Schalter da hinten irgendwo? Da unten vielleicht? Hallo? Da ist er. Okay. Fop. Sage bitte Fop, du Lara. Vielleicht wird sie dadurch stärker. Ich hoffe es mal. Und ich hoffe, dass der Schalter auch sonst irgendeinen Sinn ergibt. Aha. 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 Und wir sind die ganze Zeit unter Wasser dabei. Ist auch toll. Ja, schön. Jetzt wissen wir die Sequenz. Ach, wir trinken. Ach, kein Problem. Lara kann das. Das passt schon. Ja. Jetzt ist da offen. Ich würde sagen, wir springen da gleich mal rein und gucken, was, was wir davon haben. Will das vielleicht schon wieder wegschweben? Nee. Das sah gerade ganz kurz so aus. Aber ansonsten komme ich da hinten ja auch nicht hoch, ne? Mal so gesehen. Wir müssen ja hier quasi warten, wenn du es so willst. Oder andere Sachen währenddessen halt machen. Zwei. Okay, okay. Also wir müssen zu allen Seiten was machen. Aber... Okay, die zwei, da ist geöffnet. Oh. Das ist natürlich nett. Dann schauen wir da mal rein. Na. Ja, also ich sag mal so, rein vom Spannungsbogen, der hier aufgebaut wird. Ich find's gerade mal nicht ganz so spannend. Mhm.